Sean war ein schwarzer, behinderter Mann, der ein junges, weißes Mädchen adoptierte, das wegen einer Gabe, die nur wenige Menschen verstanden, von ihrer Gemeinschaft ausgegrenzt wurde. Jahre später geschah etwas Unglaubliches, das nicht nur Seans Leben veränderte, sondern auch die ganze Gemeinde betraf. Sean war Ende 20, als er durch einen Autounfall von der Hüfte abwärts gelähmt wurde. Vor dem Unfall absolvierte er gerade eine Ausbildung zum Feuerwehrmann. Er wollte immer seiner Gemeinde dienen, aber seine Träume und Ambitionen wurden zerstört, als an diesem schicksalhaften Tag ein betrunkener LKW-Fahrer in sein Fahrzeug krachte. Sean hatte Glück, dass er noch am Leben war. Eine Zeit lang hatten die Ärzte wenig Hoffnung, dass er überleben würde, aber nach ein paar Wochen im Krankenhaus war er über den Berg. Der junge Mann war dankbar, dass er eine zweite Chance bekommen hatte und wollte trotz allem das Beste aus seinem Leben machen. Der Staat gewährte ihm einen Behindertenzuschuss, von dem er leben konnte, aber er wollte mehr im Leben erreichen. An den Rollstuhl gefesselt war es zunächst schwer, einen neuen Sinn im Leben zu finden. Sean hatte eine Zeit lang Dates, aber es gab kein Mädchen, das ihn als den Mann sah, der er im Inneren war. Meistens hatte er das Gefühl, dass die Mädchen ihn nicht liebten, sondern ihn für seinen Zustand bemitleideten. Sein Herz sehnte sich nach echter Gesellschaft und dem Wissen, dass ihn jemand für den Menschen mochte, der er war. Nachdem er einem örtlichen Verein für Behindertensport beigetreten war, fand er ein paar gute Freunde und begann, in einem örtlichen Waisenhaus ehrenamtlich zu arbeiten. Dort sah er zum ersten Mal Rachel. Rachel saß immer allein. Wenn er sie in der Nähe von anderen Kindern sah, wurde sie immer verspottet. Er konnte nicht verstehen, warum sie so behandelten, bis eine Betreuerin des Waisenhauses ihm sagte, dass Rachel wirklich ein seltsames Mädchen war. Ihr zufolge hatte sie seltsame Kräfte und sah Menschen, die niemand sonst sah. Sean konnte das Bild von Rachel nicht aus seinem Kopf bekommen. Er fühlte sich auf seltsame Weise zu diesem Mädchen hingezogen. In ihr sah er die gleiche Einsamkeit, die sein eigenes Leben so sehr geprägt hatte. Wo auch immer er war, sahen die Leute nur seine schwarze Haut und seine unbeholfenen Beine. Rachel war eindeutig sehr intelligent, aber er konnte auch spüren, dass sie eine seltsame Kraft in sich trug, die er ebenfalls nicht verstand. Sie ging Menschen aus dem Weg, wahrscheinlich weil sie zu oft von anderen verletzt wurde. Sie vertraute niemandem, nicht einmal den Erwachsenen, die sich um sie kümmern wollten. Es dauerte eine ganze Weile, bis Sean irgendeine Art von Beziehung zu Rachel aufbauen konnte. Wenn er sie an einem abgelegenen Ort sah, rollte er mit seinem Rollstuhl heran und parkte in der Nähe ihres Spielplatzes. Dann tat er so, als ob er sie nicht sehen würde, und fing an, mit den Vögeln und den Bäumen zu reden. Das weckte das Interesse des kleinen Mädchens, aber erst nach einem Monat, in dem er sich immer wieder näherte, ging sie zu seinem Stuhl und begann neben ihm zu spielen. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Nach ein paar Monaten der Freundschaft erzählte Rachel ihm, dass sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hatte, als sie etwa 4 Jahre alt war. War das der Grund, warum Sean sofort eine Verbindung zu dem Mädchen gespürt hatte? Auch er war in einen Unfall verwickelt gewesen und hatte einen Teil von sich selbst verloren. Aber was sie ihm als nächstes erzählen würde, würde seine Welt auf den Kopf stellen. Vor diesem Tag hatte Rachel niemandem etwas von den Menschen erzählt, die sie sah, weil sie wusste, dass niemand sie verstehen oder ihr glauben würde, wenn sie sagte, dass sie Engel sehen konnte. An dem Tag, als ihre Eltern bei dem Autounfall starben, sah sie zum ersten Mal einen Engel. Sie schlief auf dem Rücksitz des Wagens, als der Unfall passierte. Rachel wachte von den Schreien ihrer Mutter auf, gefolgt von einem lauten Knall, bevor das Auto schließlich auf dem Dach landete. Sie fing an zu weinen, aber weder ihre Mutter noch ihr Vater reagierten. Im nächsten Moment öffnete ein Mann die Autotür, löste ihren Sicherheitsgurt und zog sie aus dem Fahrzeug. Er drückte sie fest an seine Brust und streichelte ihr beruhigend über den Kopf. Sie fühlte sich seltsam friedlich in seinen Armen und hörte auf zu weinen. Es dauerte eine Weile, bis die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen.
Als der Rettungssanitäter sie dort sitzen sah, lief er zu ihr und fragte sie, wie sie aus dem Fahrzeug gekommen sei. Als sie auf den Mann zeigte, der sie gerade abgesetzt hatte, sagte der Rettungshelfer ihr, dass dort niemand sei. Er hob sie auf und trug sie zum Krankenwagen, weil er dachte, sie hätte eine Gehirnerschütterung. Als sie sich umdrehte, ging der Mann weg und winkte zum Abschied. Von diesem Tag an sah sie oft ähnliche Engel. Sie waren immer da, um sie zu beschützen. Aber wenn sie anderen Menschen zeigen wollte, konnte sie niemand sehen. Sie fand bald heraus, dass die Betreuerinnen und Betreuer dachten, dass sie sich diese Geschichten ausdachte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war einer der Gründe, warum sie sich zurückzog, um allein zu spielen. Oft, wenn sie alleine saß, kam einer ihrer Engelsfreunde und setzte sich neben sie. Sean war erstaunt über das, was Rachel ihm erzählt hatte, aber es fiel ihm auch schwer, ihr zu glauben. Nachforschungen zeigten ihm jedoch, dass andere Menschen ähnliche Erfahrungen wie Rachel gemacht hatten und die Begegnungen als Besuche von Engeln bezeichneten. In den folgenden Monaten wurde Sean klar, dass er in einem Mädchen, das seine Tochter hätte sein können, eine Gefährtin gefunden hatte. Bevor er Rachel kennengelernt hatte, hatte er nie daran gedacht, selbst Kinder zu haben, aber jetzt plagte ihn dieser Gedanke Tag und Nacht. Rachel brauchte jemanden, der sie aus diesem Waisenhaus rettete. Nach einigem Zögern entschloss sich Sean, Rachel zu adoptieren. Da er ein alleinstehender Mann war und einer anderen Rasse angehörte als sie, gab es natürlich viele Fragen bezüglich der Reinheit seiner Absichten. Sean musste einen strengen Prüfungsprozess durchlaufen, um festzustellen, ob er geeignet war, das Mädchen zu adoptieren. Nichts in dem Prozess war einfach. Aber schließlich wurde ihm das volle Sorgerecht für Rachel zugesprochen. Das erste Jahr, in dem Sean und Rachel eine Familie wurden, war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Beide mussten sich an diese Beziehung gewöhnen und Rachel musste lernen, Sean voll zu vertrauen. Außerdem mussten sie mit den Blicken und Kommentaren vieler Menschen fertig werden, die eindeutig der Meinung waren, dass diese beiden Menschen nicht zusammengehörten. Und Jahre später geschah etwas wirklich Unglaubliches. Obwohl die Ärzte Sean gesagt hatten, dass er nie wieder gehen würde, träumte er manchmal davon, sich wieder selbstständig bewegen zu können. Medizinisch gesehen war das praktisch unmöglich, aber er hielt diese Hoffnung am Leben. Nachdem er etwa 4 Jahre lang Rachels Vater war, dachte er, dass sie aufgehört hatte, die Engel zu sehen, weil sie nicht mehr über sie sprach. Bis zu dem Abend, an dem Rachel ihn ins Wohnzimmer rief. In dem Moment, als er den Raum betrat, spürte er eine andere Atmosphäre. Es sah so aus, als würde Rachel mit jemandem sprechen. Dann drehte sie sich zu ihrem Vater um und erzählte ihm, dass ein Engel auf der Couch saß und dass er mit einer besonderen Botschaft für Sean gekommen war. Der Engel hatte Rachel gesagt, sie solle ihre Hände auf seine Beine legen. Und als sie das tat, spürte er, wie ein Stromschlag durch seinen Körper ging. Im Nu kehrte das Gefühl in seine Beine zurück, die mehr als 10 Jahre lang gelähmt gewesen waren. Rachel nahm ihn bei der Hand und hob ihn aus dem Rollstuhl. Er stand von alleine. Seine Beine waren geheilt. Obwohl Sean nicht verstand, wie das funktionierte, wusste er jetzt, dass es einen Grund gab, warum er Rachel adoptieren musste. Sie hatte eine Gabe, aber sie brauchte den Schutz von jemandem, der sie nicht für Geld oder Ruhm ausnutzen würde. Obwohl diese Geschichte fiktiv ist, gibt es viele Berichte über übernatürliche Heilungen. Hast du schon einmal etwas erlebt, das sich mit rationalen Gedanken nicht erklären lässt? Glaubst du an Wesen wie Engel? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.